von der Lubina Marling, nämlich mit dem Titel Die Herrnhuter Siedlung Klein-Welka, lokal verwurzelt, global vernetzt. Nun wundert man sich vielleicht, mein Gott, was machen jetzt die Gartenleute mit einer Siedlung? Siedlungsgrün ist auch ein Thema der Gartengeschichte und darum geht es unter anderem auch heute, denn wir werden nicht nur in die Oberlausitz geführt, in einen ganz spannenden Ort, sondern auch in eine Kultur, die dort verwurzelt ist, die dort ganz Spannendes geleistet hat und über die Welt verstreut wurde. Es ist ein Thema also, was uns in die Siedlungsgeschichte, in die Grüngeschichte unseres eigenen Landes führt. Das hat insofern auch etwas mit uns zu tun, da Nora Kindermann auch ihre Dissertation über die Gartenkultur der Herrnhuter schreibt. Und das wiederum verbindet uns mit einem Projekt von Digital Herrnhut. Und darüber wird uns nachher Alexander Lasch, mein Kollege, etwas erzählen. Ich komme jedoch noch dann dazu, ihn vorzustellen. Zunächst jedoch einmal zu unserer Referentin des heutigen Abends und zu ihrem Vortrag, den sie uns halten wird. Und da freue ich mich wahnsinnig dann darauf, weil Lubina Marling ist eben richtige Sorbin, gebürtige Sorbin und spricht auch Sorbisch. Und ich würde Sie nachher bitten, wenn ich es nochmal ganz kurz überleite in Ihren Vortrag, dass Sie uns auch auf Sorbisch begrüßt, denn man möchte es kaum glauben, ich habe jetzt in letzter Zeit mehrfach von Leuten gehört, die nicht hier so verwurzelt sind, dass die gesagt haben, die Sorben, das ist doch alles nur Folklore. Und da müssen wir einfach sagen, nein, es wird wirklich hier gesprochen. Wir haben auch damit zu tun. Insofern, wie gesagt, nachher einfach mal 2, 3 Sätze in Sorbisch, das würde mich wahnsinnig freuen. Lubina Marling hat evangelische Theologie und Geschichte in Jena, Sofia und auch Rom studiert und hat später dann ihre Promotion geschrieben mit dem Titel Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf und die Sorben, eine Studie zum Kulturtransfer im Pietismus, und die ist auch in Jena abgeschlossen worden. Sie ist dann 2016 bis 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden gewesen, nämlich an der Professur für polnische Landes- und Kulturstudien. Seit 2019 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sorbischen Institut. Ihre Spezialitäten sind der Missionsraum Lausitz, die sorbische Missionsbewegung zwischen globaler Ausrichtung und nationaler Mobilisierung. Spannend genug, wir werden da ein bisschen mehr drüber hören, und personengeschichtliche Grundlagenforschung. Sie hat auch über die Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte gearbeitet, Alltagsgeschichte, Bildungsgeschichte, also ein sehr, sehr spannendes, auch ein bisschen ethnografisches Feld, was uns heute hier vorgestellt wird. Ich lese nur ein wenig sozusagen kurz aus ihren Publikationen vor, die ganz spannend sind. Zum Beispiel gerade erschienen online ein sorbisches In Dulci Jubilo in Bethlehem, Pennsylvania. In Lausitz in der Zeitung dort veröffentlicht eben auch, was genau diesen Kulturtransfer eben auch zwischen Deutschland und einer Herrnhuter Gemeinde in dem nördlichen Amerika darstellt. Oder eben auch Herrnhut fördern oder verhindern. Das reichsgräfliche Ehepaar Friedrich Caspar und Dorothee Charlotte Luise von Gersdorf, geborene Flemming. Also auch das ist ein Thema, was man durchaus in die heutige Zeit vielleicht übertragen könnte. Oder von großzügigen, adligen und aufstrebenden Tagelöhnern neue Perspektiven auf die sorbische Sozialgeschichte anhand von Quellen aus dem Unitätsarchiv. Auch das ist natürlich ganz spannend, würde ich Gladwig mehr noch darüber wissen wollen. Ich kann es ja vielleicht auch nachlesen. Oder eben auch pietistische Lehrerbildung in der sorbischen Lausitz, die Belosche Schulanstalt in Großwelka und das Gräflich-Donasche Institut in Uhyst an der Spree. Also wir merken schon, es ist ein relativ breites Spektrum, was uns hier vorgestellt wird. Und dieses Spektrum ergänzt dann auch sehr schön das, was das Forschungsgebiet von meinem Kollegen Alexander Lasch ist, der seit 2017 an der TU Dresden beschäftigt ist. Denn er wird zunächst einmal, wenn wir diesen Abend beginnen, eine kleine Einführung geben in das digitale Herrnhut. Was ist das überhaupt? Was machen wir eigentlich hier? Womit beschäftigen wir uns auch? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir auch versuchen, Leute von außerhalb mit einzubinden, die auch im Sinne von einer Bildung oder auch uns mithelfen, vielleicht Quellen zu erschließen. Das wird er uns jedoch ausführen dann genauer. Und insofern stelle ich ihn jetzt vor, weil er letztendlich eben auch dann in dieses Gedankenwelt, die wir uns heute vorstellen, auch dort eine Einführung gibt. 2017 wurde er Professor für germanistische Linguistik
Und er hat früher in Dresden, Kiel und aller LMU in München studiert, gearbeitet, geforscht eben auch und ist seitdem dann hier auch in Dresden bei uns, Gott sei Dank, aufgeschlagen. Seine Schwerpunkte sind, das ist Konstruktionsgrammatik, deutsche Sprachgeschichte, dann Digital Humanities, da gibt es eine schöne Plattform der Germanistin Clarin-D, ganz interessant, was da alles diskutiert wird, also ein ganz neuer auch Zugang zu Sprache und zur Germanistik dann auch. Dann Sprache und Religion, und da merkt man schon, dass das natürlich ein Verbindungsanker ist zu dem, was wir heute machen werden. Und dann Kulturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte, Sprache und Religion und dergleichen. Er hat auf seiner Homepage liest man, das muss ich zitieren, weil ich selber so schön nicht ausdrücken kann, auch Zitat auch: Als Linguist beschäftige ich mich genauer mit den Besonderheiten der deutschen Sprache, ihrer Entwicklung und ihrem Gebrauch. Im Mittelpunkt meines Interesses stehen konstruktionsgrammatische Zugänge zur Gegenwartssprache, Erschließung und maschinelle Analyse im Kontext der Digital Humanities, Diskurs- und domänenspezifische Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart, funktionale und regionale Varietäten sowie Themen der angewandten Linguistik. Zitat Ende. Und diese angewandte Linguistik, die betrifft uns natürlich alle, denn wenn er aus seinem reichen Schatz erzählen würde, was ihn tagtäglich bewegt oder worüber er forscht, dann würden wir alle betroffen sein. Und das ist natürlich umso interessanter. Das heißt also, wir könnten hier abendfüllende Programme allein mit ihm bestreiten. Kurz aus seiner Publikationsliste des letzten Jahres kann ich fast sagen, dann einfach mal ein paar Titel: Die syntaktische Negation im Konstruktionsnetzwerk des Deutschen. Oder Beispiel des kollaborativen Lernens im virtuellen Raum und Auswirkung einer Lernkultur der Digitalität. Ganz wichtig, das sind also brandheiße und aktuelle Themen. Oder eben auch, wir denken gerade an das, was ich in Dulce Jubilo vorgelesen habe, sein Aufsatz: Sind die Lichter angezündet? Weihnachtslieder als seltene linguistische Analyseobjekte. Damit begrüße ich beide, Alexander Lasch und Frau Marling, und schaue jetzt auf meinen Kollegen und bitte ihn, die Einführung in das Digital Herrenhut zu geben. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Köhler, lieber Kollege Köhler, also ganz herzlichen Dank für die sehr, sehr, sehr freundliche Einführung. Ich bin eigentlich heute nur Zaungast und freue mich, dass ich, glaube ich, mit Lubina mittlerweile eine sehr, sehr gute Kollegin an meiner Seite weiß, die uns auf Klein Welcker hinführt. Und Klein Welcker rückte im Kontext von Digital Herrenhut im letzten Jahr, glaube ich, in den Fokus, weil sich herausgestellt hat, dass wir da eine sehr kleine herrnhutische Gemeinde haben im näheren Umfeld von Herrnhut, aber in Schlagdistanz zu Dresden, die verschiedene Ankerpunkte an ganz bestimmten Stellen hat. Also die zum Beispiel die Botanikerin betrifft, die Gartenarchitekten und Gartenhistoriker, aber natürlich auch den als Amalgam zwischen sorbischer und deutscher Kultur zählen kann. Und mich dahin geführt hat, weil Klein Welcker der Durchlauferhitzer für die herrnhutische Mission ist. Das heißt, sehr prominent gesetzt im Geistesleben und im institutionellen Leben im 18. und 19. Jahrhundert in Herrnhut. Und was Digital Herrnhut genau sei, das ist ein Forschungshub, bei dem wir eben inter- und transdisziplinär Disziplinen zusammenführen, die Berührungspunkte mit Herrnhut an ganz verschiedenen Punkten haben. Und das funktioniert idealerweise in digitalen Settings, in denen man nämlich Quellen miteinander relationieren kann und auf einmal gemeinsame Fragestellungen entdeckt und Projekte entdeckt, die man so vorher nicht gesehen hätte. Und deswegen gemeinsam diesen Wissenskosmos, der sich um Herrnhut rankt und von Herrnhut ausgeht und vernetzt in die ganze Welt geht, wie wir auch heute hören werden, immer wieder zurückführen lässt und miteinander verbinden lässt auf eine ganz neue Art und Weise, so wie wir es mit auf Papier und mit traditionellen Medien nie gekonnt hätten. Und diese Erweiterungsidee und diese Idee, bestimmte Quellen so zusammenzuführen, zu präsentieren, wie wir das eben bisher nicht gedacht haben, das gelingt besonders gut in der Lehre. Und es führt eben in der Lehre Disziplinen zusammen, die sonst in der Regel immer relativ wenig miteinander zu tun haben. Ja, also Bioinformatik oder Gartenarchitektur und Linguistik. Also ich mache eben sonst Konstruktionsgrammatik. Und das ist ein ziemlich wirres Zeug für Leute, die von außen drauf schauen. Macht mir große Freude, ist aber kommunikativ echt nicht anschlussfähig.
Auch wenn jeder schon mal so vielleicht über die Negation nachgedacht hat, also er hat noch niemals nicht Glück gehabt, ja? Was das in unterschiedlichen Varietäten bedeuten mag. Und damit kann man sich eben auch beschäftigen. Aber Herrnhut führt uns, glaube ich, an einem Punkt zusammen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns in dem Kreis darüber austauschen können. Das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Das Blog können wir vielleicht nochmal verlinken. Für diejenigen, für die es interessiert, kann ich auch in den Chat schreiben. Und da können Sie sich weiter informieren, auch über die aktuell laufenden Forschungsprojekte. Aber jetzt ganz herzlich, Lubina, liebe Lubina, du hast die Bühne. Genau. Und sie wird uns jetzt in Sorbisch begrüßt. Da freue ich mich. Dieser besonderen Bitte komme ich gern nach. Witajcie wutrobne du dort reszczan, a przed wuprazukami jasa jara weselu zamożu was du te serbsce postrowić, to jene jara reane znamjo, gak małe welku nas romadze wiedzie. Super. Genau, ein kleiner sorbischer Sprachgruß übersetzt ungefähr so viel. Ich freue mich, dass das Thema Kleinwelka so viele Menschen zusammenführt hier in Dresden, aber auch irgendwo in Deutschland vor den Bildschirmen. Ich werde in der kommenden Stunde etwas zu Kleinwelka sagen. Kleinwelka vor den Toren der Stadt Bautzen ist für mich so wie so ein ungehobener Schatz. Es gibt sehr viele Zugänge, diesen Schatz zu heben. Man kann sich von der Wirtschafts- und Handwerksgeschichte dem nähern. Tabakanbau, Glockengießerei, Gruhl. Man kann sich bildungsgeschichtlich mit Kleinwelka beschäftigen, Knaben- und Mädchenanstalt und das alles in internationaler Dimension. Reformpädagogik, das ließe sich alles da anknüpfen. Man kann auch irgendwo eine Verflechtungsgeschichte des internationalen Bürgertums, Kleinbürgertums in Kleinwelka festmachen oder wie hier am Lehrstuhl sich aus gartengeschichtlicher Perspektive mit Kleinwelka beschäftigen. Und überall, denke ich, würde dieser Titelzusatz lokal verankert, global vernetzt passen. Ich möchte heute mich auf drei Punkte fokussieren und diese drei Zugänge oder Perspektiven sind zum einen Kleinwelka, das sorbische Herrnhut, dann Kleinwelka als zentraler Knotenpunkt im internationalen Missionsnetzwerk der Brüdergemeine und drittens Kleinwelka als Ort weiblichen kommunitären Lebens. Nächstes Jahr wird in Herrnhut groß gefeiert, 300 Jahre Herrnhut. Die Gründung Herrnhuts im Jahr 1722 blieb nicht ohne Folgen für die gesamte Oberlausitz. Schon bald pilgerten Neugierige und Erweckte aus der ganzen Lausitz nach Herrnhut, um sich diese religiös-experimentelle Siedlung anzusehen. Darunter waren auch hunderte Sorben. Und die kamen dann zurück in ihre Dörfer und gründeten in diesen Dörfern kleine herrnhutische Versammlungen, Konventikel, wo sie sich gemeinsam erbauten Gebetsstunden abhielten. Diese Bewegung unter den Sorben zusammenzufassen und zu fördern, das war ein Anliegen des Reichsgrafen Friedrich Kaspar von Gersdorf. Er war der Oberamtshauptmann der Oberlausitz, das ist in etwa ein Posten wie ein Ministerpräsident, also relativ unabhängig von Dresden. Und er hat Herrnhut politisch und finanziell unterstützt und auf der anderen Seite die Erweckungsbewegung unter den Sorben gefördert. Dazu hat er unter anderem sein Gut in Teichnitz vor den Toren der Stadt Bautzen ausbauen lassen zu einem spirituellen Zentrum, würde man heute sagen, oder Zentrum der Erweckungsbewegung. Es gab einen Theologen, der diese verschiedenen herrnhutischen Gruppen in den sorbischen Dörfern betreute, regelmäßig Gottesdienste abhielt und so weiter. Es erschien dort auch ein eigenes herrnhutisches Gesangbuch. Dieses Teichnitz wäre zweifellos Kleinwelka geworden, wenn dieser Reichsgraf nicht gestorben wäre 1751 und die Erweckten ihr Domizil in Teichnitz verloren hätten.
das war klar, Gersdorf hatte keine Erben, es gab eine komplizierte Erbfolge. Es war klar, dass die Erweckten nicht in Kleinwelka bleiben könnten. Gersdorf hat jedoch vorgesorgt und hat seinem langjährigen bewährten Mitarbeiter Matthäus Lange in den 1740er Jahren ermöglicht, das kleine Rittergut Kleinwelka zu erwerben. Das sind ungefähr 3-4 Kilometer von Teichnitz entfernt. Die Erweckten konnten also im Umfeld weiter versorgt bleiben. Dieses kleine Rittergut, man sieht es hier, ist eigentlich ein größeres Haus, noch in Fachwerkbau. Dieses kleine Rittergut sollte laut Brüdergemeinde eher so ein Zentrum, so ein zentraler Versammlungsort der sorbischen Geschwister werden, aber kein Gemeinort. Die Brüdergemeinde hat gesehen, dass das kurz vor den Toren der Stadt Bautzen, man würde sich wirtschaftlich da in der Bannmeile nicht halten können, viele Gewerke nicht ausführen können. Außerdem waren sehr viele oder relativ viele Sorben herrschaftlich gebunden, konnten sich nicht frei bewegen oder einfach umziehen nach Kleinwelka. Die Brüdergemeinde war eigentlich nur dafür, da einen großen Betsaal vielleicht zu errichten und man kommt da sonntäglich, feiertäglich gemeinsam zusammen. So ein Modell hatte man auch in Livland von der Brüdergemeinde laufen. Die Sorben aber und auch ihr erster Prediger Wilhelm Biefer wollten eine richtige Herrnhuter Siedlung, so wie Herrnhut, und haben da sehr vehement und ein bisschen auch von hinten rum sich dafür engagiert. Sie haben einfach angefangen zu bauen, erste Wohnhäuser sich angebaut, die sorbischen Geschwister, und einen größeren Versammlungsraum im Gutshaus angebaut. Um diese wachsende Siedlung unter herrschaftlichen, auch adligen Schutz zu stellen, hat Matthäus Lange das Gut Kleinwelka schon 1756 an die Gräfin von Reuß Ebersdorf verkauft. Die Reußen haben dann einen größeren Besitz in der Oberlausitz gehabt und dieser Verkauf an einen Adligen war einfach die einzige Möglichkeit, das irgendwie unter herrschaftlichen Schutz zu vergrößern, die ganze Anlage. Denn in der Mitte des 18. Jahrhunderts war Herrnhut immer noch recht verpönt. Man hat die Jahre zuvor kämpfen müssen, überhaupt in Sachsen bestehen bleiben zu können. Und noch eine neue Siedlung war gerade aus Dresdner Perspektive jetzt nicht das, was man sich wünschte. Ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum Gemeinort war der Bau des Kirchensaals in den Kriegsjahren 1757-58. Und das zeigt auch diese wahnsinnige Dynamik, dass man trotz des Siebenjährigen Krieges angefangen hat, einen großen Kirchsaal zu errichten. Zu der Einweihung im Juni 1758 war auch Nikolaus Ludwig von Zinzendorf zu Gast und er gab der sorbischen Gemeinde, die sich in Kleinwelka versammelte, eine wichtige Warnung mit auf den Weg. Er sagte oder wünschte ihr, dass sie ja nicht aufhören möchten, ein wendisches Gemeinlein zu sein, welches geschehen könne, wenn viele Deutsche unter ihnen wohneten und sie sich nach denselben richteten. Sie sollten aus Treue für ihre Nation wendisch bleiben, um ihrem Volke durch Gottes Gnade nützlich zu werden. Der sorbische Charakter war also gesetzt. Wendisch ist ein älteres Wort für die sorbische Bevölkerung. Der wendisch-sorbische Charakter war ganz klar gesetzt. Das ist eine Siedlung von Sorben für Sorben. Um diesen spezifisch sorbischen Charakter auch nach außen hin zu transportieren, wurde Kleinwelka in den ersten Jahren auch Wendisch-Niska genannt, in Anlehnung an die brüderische Siedlung Niski, die vor allen Dingen für die tschechischsprachigen Mitglieder der Brüdergemeinde errichtet wurde. Es gab das Böhmisch-Niska und das Wendisch-Niska. Hat sich aber nicht durchgesetzt, Wendisch-Niska, man ist bei dem sorbischen Maue Velko Kleinwelka geblieben. Kleinwelka hat sich dann ähnlich wie Herrnhut sehr schnell entwickelt.
gerade ab den späten 1760er Jahren, als die Brüdergemeinde gemerkt hat, man kann das nicht halten, dieses einfach nur ein Versammlungsort zu sein, sondern dass die Entwicklung klar Richtung Gemeinort geht, ging es dann sehr schnell. Als erstes wurden die Chorhäuser errichtet, das heißt das Wohnhaus für die ledigen Brüder 1764, dann das Schwesternhaus 1770, Diaspora-Haus, das können wir auch noch mal sehen, das Diaspora-Haus. Das ist deswegen so wichtig, weil hier die ganzen Geschwister aus der Ober- und Niederlausitz, die zu Besuch kamen, übernachteten. Das war der zentrale Anlaufpunkt. Dann wurden Knabenanstalt errichtet, Mädchenanstalt und Gemeindelogie, also noch ein Gasthaus, weil man als Brüdergemeinde einfach immer gern und viele Gäste hatte. Wir können noch mal den Plan, also einfach eine Folie weiter. Noch weiter, genau. Da sieht man noch mal, wie schnell und rasant sich Kleinwelker entwickelt hat. Die helleren Gebäude, das ist die alte ursprüngliche Ortsanlage, hier das Rittergut. Das ist auch heute noch diese Straße, also von Bautzen nach Hoyerswerda. Hier steht auch Hoyerswerda. Und hier hat sich dann die Kolonie ganz schnell entwickelt, in wenigen Jahren, was einfach die Dynamik zeigt, wie viel Menschen nach Kleinwelker, wie viel es da zog. Das wäre natürlich nicht gegangen ohne Auskommen. Es entstanden zahlreiche Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe, kleinere Geschäfte und diese Tabaksfabrik. Man hat Tabak angebaut, einen der ersten Tabakproduzenten und Verarbeitungsanlagen in der Lausitz überhaupt. Wie vorgesehen konnte sich jedoch aufgrund der städtischen Bannmeile um Bautzen Handel und Gewerbe nicht so entwickeln, wie das in anderen brüderischen Siedlungen möglich wäre. Wenn man auch an viel bürgerlichere Siedlungen denkt oder adelig geförderte Ebersdorf oder Neuwied, da war viel mehr möglich. Das war alles ein bisschen mühsam in Kleinwelker und man war auch finanziell sehr eingeschränkt, weil man eben keine größeren Wirtschaftsbetriebe hatte, die das Gemeinleben hätten finanziell unterstützen können. Die Lage besserte sich erst nach dem Jahr 1795, als die Stadt Bautzen Kleinwelker einige Privilegien für gewerbliche Unternehmungen überließ. Und dann konnten erst so größere Gewerbe entstehen. Berühmtheit erlangte die Glockengießerei Friedrich Gruhl, dessen Glocken ja weit über die Lausitz Verbreitung fanden, bis nach Übersee von den Auswanderern auch mitgenommen wurden. Trotz der anfangs beträchtlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wuchs die Einwohnerzahl der Kolonie Kleinwelker stetig. 1761 wohnten knapp 200 Geschwister im Ort, 15 Jahre später dann 300 und dann ging es also stetig weiter. Ende des 18. Jahrhunderts zählte man rund 450 Einwohner. Genau, im Vergleich zu anderen Niederlassungen, wer sich ein wenig mit Herrnhuter Siedlungen auskennt, dem fällt gleich auf, dass Kleinwelker ländlicher geprägt ist, auch etwas schlichter, die Häuser oft noch ein-, zweistöckig. Man sieht einfach, dass nicht so viel Kapital da war, dass nicht so viel finanzkräftiger Adel oder dann wie in Schlesien auch schon Industrie da war, die hätte zu einer größeren Siedlung beitragen können. Aber genau das macht für mich auch den Reiz von Kleinwelker, dass es diesen Charme des Anfangs in sich trägt und zeigt also, wie man begonnen hat, diese Siedlung zu bauen. Nächste Folie, das war so in etwa der äußere Werdegang Kleinwelkers, 1751 gegründet oder ging es los vor Ort und dann bis Ende des 18. Jahrhunderts eine komplette Brüdergemeinsiedlung errichtet. Wie verhält es sich aber mit dem Sorbischen dort vor Ort? Eine Siedlung von Sorben für Sorben, wo sind die greifbar? Wie zeigt sich das? Was ist der Unterschied zu anderen Orten der Brüdergemeinde? Das Bild gefällt mir sehr schön, denn hier sieht man, dass die Frauen verschiedene Trachten tragen, nicht nur die Herrnhutertracht, sondern dass die Leute aus der ganzen Lausitz nach Kleinwelker kamen. Eine Frage? Nee. Achso, gut. Okay. Nee. Also das Sorbische war präsent, die Sorben waren präsent in den Familien,
wurde häufig Sorbisch gesprochen. Das kann man auch aus den Lebensläufen herauslesen. Personen, die nach Kleinwelka zogen, aus einem Lausitzer Dorf, die dann schreiben, hier in Kleinwelka musste ich dann erstmal Deutsch lernen, um überhaupt was mitzukriegen von der Welt. Aber man kann davon ausgehen, dass gerade im häuslichen Bereich das Sorbische weiter präsent war. Sonntäglich, wie hier auf dem Bild, und an den Diaspora-Tagen, wenn die Menschen aus der Ober- und Niederlausitz kamen, war das Sorbische sozusagen allgegenwärtig. Es wurden extra sorbische Versammlungen angeboten, auch im liturgischen Raum, im Gottesdiensten und in den Gebets- oder Singstunden war das Sorbische einfach die Kommunikationssprache. Das nächste Bild. Dazu wurden extra die Gebete, liturgische Texte, auch Lebensläufe übersetzt, Lieder, Gebete. Ich habe hier eine Predigt ist zu sehen und einen Liedzettel. Und das wichtigste Werkzeug für die brüderischen Gemeinhelfer, man hat sich in Kleinwelka eigene deutsch-sorbische Wörterbücher zusammengeschrieben. Man hatte schon Grundlagen, aber dann diesen spezifisch brüderischen Wortschatz in einem dieser Wörterbücher nimmt der Eintrag Herz 10 Seiten ein, also von bewegtes, steinernes, zerflossenes und so weiter und so fort. Das, was man als herrnhutischer Prediger in Kleinwelka eben so brauchte. In den einzelnen Chorhäusern war das Sorbische schon auch sehr präsent. Es wurde darauf geachtet, dass die Leitung, also der Vorsteher und der Chorhelfer, die Chorhelferin, Sorbisch konnten, einfach um der Kommunikation willen. So sollte zum Beispiel 1780 in der Brüderhausbäckerei suchte man einen neuen Leiter und da war ganz klar, der soll Sorbisch können. Und als man 1790 eine Hebamme in Kleinwelka suchte, lehnte es eine ab, die gefragt wurde, weil sie eben nicht Sorbisch konnte. Also das war einfach die Kommunikationssprache noch im Ort. Am längsten hat sich das Sorbische wohl im Witwenhaus gehalten, denn dort wurde es auch in den Anfang des 19. Jahrhunderts oder fast bis in die Mitte, kann man da nachverfolgen, dass Sorbinnen Vorsteherinnen waren und dass man bei der Berufung der Witwenhausvorsteherin auch explizit geschaut hat, dass sie Sorbisch kann, um einfach mit den betagten Einwohnerinnen in ihrer Muttersprache zu sprechen. Genau. In etwa lässt sich sagen, dass aufgrund der zunehmenden Institutionalisierung und strengen wirtschaftlichen Konsolidierung, in deren Zuge zahlreiche Verantwortungsträger aus deutschsprachigen Gemeinorten nach Kleinwelka berufen wurden, der sorbische Charakter im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts abnahm oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung wurde dann durch das fehlende Bewusstsein für die Seelsorge in sorbischer Sprache bei den nachrückenden Akteuren befördert. Man hat dann so um 1800 gemerkt, die können ja auch ein bisschen Deutsch da muss ich jetzt Sorbisch lernen, lohnt sich das? Man hat da aber eben durch diese Nachlässigkeit auch einen Teil der Menschen verloren. Dann ab 1800 bedeutete auch dieser Aufbau der Missionsschulanstalten so eine zunehmende Einbindung Kleinwelkas in das internationale Netzwerk der Brüdergemeinde. Und da trat dann der sorbische Charakter einfach dahinter. Das überlagerte dieser internationale Charakter zunehmend diesen sorbischen Ursprung. Und so verlor das Sorbische gegen Anfang des 19. Jahrhunderts als öffentliche Liturgiesprache zunehmend an Bedeutung. In den Chorhäusern und einzelnen Familien war es aber dennoch präsent. Und entsprechend dieser Entwicklung sank dann im 19. Jahrhundert auch allmählich die Zahl der sorbischen Geschwister in den Dörfern rund um Kleinwelka. Gleichwohl gibt es punktuell ganz starke Sozietäten bis fast Ende des 19. Jahrhunderts, wo sich diese sorbische Brüdergemeinstruktur sehr lange gehalten hat. Und auch wenn
es nicht mehr so die enge Bindung gab, war es im 19. Jahrhundert, war Klein Welker immer noch so ein zentraler geistlicher Orientierungsort für sehr viele Sorben. Vor diesem Hintergrund möchte ich kurz noch auf die Bedeutung Kleinwelkers oder auch der Brüdergemeinde für die sorbische Kulturgeschichte eingehen. Das ist so der Äußere oder das Sorbische in Kleinwelker. Aber was bedeutet das für die sorbische Kulturgeschichte? Und da sind es, oder was hat sich auch in den sorbischen Dörfern durch diese Brüdergemeinde verändert, durch die Begegnung mit der Brüdergemeinde? Das sind 4 Punkte. Das ist zum einen die Disziplinierung. Die Brüdergemeinde war sehr darauf bedacht, dass ihre Mitglieder die vorbildlichsten Bewohner oder Bürger sind. Das ist zum einen ganz klar biblisch motiviert. Zum anderen wollte man aber auch diesen Vorwürfen gegenüber der Brüdergemeinde keine weiteren Munition liefern. Und so gab es eine sehr strenge Moral, Alkoholverbot, Glücksspielverbot. Das hat sich ja in den Dörfern ausgewirkt. Also es konnten zum Beispiel Hochzeiten nicht mehr zusammengefeiert werden oder diese ganzen frommen Leute sind nicht mehr ins Gasthaus gegangen. Da hat sich das Dorf geteilt in die Betstundengänger und die Gasthaussitzer. Das hat doch in den Dörfern Konflikte hervorgebracht. Die Brüdergemeinde hat doch sehr darauf geschaut, dass es eine gehobene Arbeitsmoral gibt. Und das ist dann ganz schnell auch bei den adligen Herrschaften angekommen, auch bei dem Domstift, der viel Grundbesitz hatte und dann auch angefragt hat, ob er nicht doch ein paar brüderische Arbeiter als Vorarbeiter bekommen kann. Das würde sich positiv auf die Wirtschaftsleistung der ganzen Gruppe ausweiten. Diese Disziplinierung fällt ganz viel. Es gab Ehekorstunden, also sowas wie Erwachsenenarbeit, auch die Kindergottesdienste, Sozialarbeit. Also da hat die Brüdergemeinde ganz viel in die Dörfer hineingetragen. Der zweite Punkt ist die Mobilisierung, und zwar zum einen geografisch. Man hat sich im Raum ganz anders bewegt. Die sorbischen Erweckten haben ihre Dörfer verlassen, Richtung Herrnhut, Richtung Kleinwelker oder zum erweckten Pfarrer 3 Dörfer weiter. Man hatte ganz neue Wege, hat ganz neue Leute kennengelernt. Das ist diese geografische Mobilisierung, dann eine sprachliche Mobilisierung. Man hatte noch einen Grund, mehr Deutsch zu lernen, zweisprachig zu werden, eben um die noch tolleren Predigten in Herrnhut zu verfolgen. Und aus dieser sprachlichen, geografischen Mobilisierung folgte dann auch für viele eine soziale Mobilisierung, also sozialer Aufstieg, indem man Bildung in den Brüdergemeinorten genoss, neue auch wirtschaftliche Kontakte knüpfte. Und was bei den Sorben auch hinzukam, so die Missionsbewegung, soziale Bewegung oder Mobilisierung heißt auch Missionsbewegung. Sehr viele Sorben haben sich dafür interessiert und rund 60 Sorben sind in den Missionsdienst der Brüdergemeinde eingetreten. Der bekannteste ist wohl Jan August Mürtschink, der an der Entdeckung der Nordwestpassage beteiligt war und dafür auch von der Queen ausgezeichnet wurde. Dann gibt es einfach so Artefakte, noch so ein Bootsmodell von Matej Warmo, der war in Grön in Labrador-Missionar und hat da so ein Bootsmodell hinterlassen. Und Frieda Werlitz hier in einer Diakonissentracht steht für diesen Übergang der Mission oder der Herrnhuter-Bewegung in andere Frömmigkeitsform. Sie schreibt in ihren Erinnerungen ganz deutlich, wie sie diese Missionsfeste der Brüdergemeinde geprägt haben. Und auch in ihrer Verwandtschaft gab es schon Missionare und die Gespräche darüber und wie sie das dann dazu bewogen hat, sich den Diakonissen anzuschließen und dort in den Missionsdienst einzutreten. Also diese wirklich breite Prägung durch Herrnhut bis in die Frömmigkeit des 19. oder Anfang 20. Jahrhunderts hinein bei den Sorben. Das ist so dieser zweite Punkt, die Mobilisierung. Der dritte Punkt ist die Literarisierung. Das heißt, dass
die Alphabetisierung der sorbischen Bevölkerung vorangetrieben wurde und dann auch einfach eine Verschriftlichung der sorbischen Kultur stattgefunden hat. Alphabetisierung, vermutlich hätten die Sorben auch so ein bisschen vielleicht was in der Schule mehr oder weniger schlecht sorbisch lesen gelernt, vielleicht mehr Deutsch lesen gelernt, aber durch diesen Anspruch der Brüdergemeine, selbst das Wort Gottes in der Muttersprache zu lesen, wurde die sorbische Bevölkerung sorbischsprachig alphabetisiert und dann wurde das Lesen auch eingeübt. Also sonst wäre es, hätte man in der Schule ein bisschen lesen gelernt, aber das braucht man im Dorfalltag nie, kann man wieder vergessen. Aber dieses Einüben von Schriftlichkeit, das verdanken wir der Brüdergemeine. Und dann ja, diese ganzen Produktion von Schrift, die Wörterbücherprodukt, also was da einfach an Kultur passierte. Das Sorbische war eigentlich bis Anfang des 18. Jahrhunderts überwiegend eine mündliche Kultur und nun wurde es verschriftlich und das in einem breiten Grade in die Bevölkerung getragen. Und das ist natürlich für jede Kultur ist Verschriftlichung also einfach ein ganz großer Push-Faktor, der ganz viel Dynamik mit sich bringt, Neues bringt, Themen erweitert, einfach das Ganze auch kulturelle Gedächtnis verändert, umschreibt. Na, vorher, so mündliche Kulturen bewegen sich eher im Kreis und schriftliche, die haben externes Gedächtnis, die, da explodieren sozusagen die Themen, die man auch gegenseitig verhandeln kann, über die man sich über die Zeiten hinweg austauschen kann. Es gab sehr viele Handschriften und dann auch sorbische Drucke aus dem Umfeld der Brüdergemeinde, Traktate, die so für einen Groschen abgegeben wurden, Predigten, Lieder, später dann Missionsberichte, die von der einfachen Bevölkerung sehr gern und sehr intensiv gelesen wurden. Der vierte Punkt hängt mit dem dritten zusammen, die Pluralisierung. Eine Gesellschaft, die sich auf Schrift einlässt, pluralisiert sich automatisch, weil es viel mehr Meinungen, Ansätze, Wissensmöglichkeiten gibt. Und das kann man dann auch in der sorbischen Gesellschaft beobachten. Man hat eigentlich, also die Sorben sind ja an sich schon sehr differentes Volk, weil sie in katholisch und evangelisch zerfallen und jetzt zerfällt aber das protestantische Spektrum noch in ganz unterschiedliche Richtungen, die man so auch im Deutschen kennt, die aber in dieser kleinen Kultur viel stärker manchmal aufeinanderprallen. Also die erweckten Herrnhuter, dann gibt es aber auch noch die erweckten Hallenser, dann gibt es so ganz unterschiedliche Sekten, die ganz verschiedenes Schrifttum aufnehmen. Dann gibt es natürlich so die Landeskirche, die dem gegenübersteht. Also das Feld hat sich unheimlich dynamisiert, vor allen Dingen, weil jeder versucht, seine Bücher oder Traktate auf den Buchmarkt zu bringen und der sorbische Leser plötzlich Auswahl hatte, ob er die Predigten von Luther oder von einem erweckten Prediger lesen will. Und das hat die ganze sorbische Kultur einfach enorm dynamisiert. Genau, das war so der große Komplex Kleinwelka als sorbisches Herrnhut und dessen Bedeutung für die sorbische Kultur. Man kann Kleinwelka als sorbischen Ort wahrnehmen, aber was das bedeutet eben für die sorbische Kultur, ich versuche auch noch ein bisschen mitzugeben. Der zweite Komplex, den wir uns heute widmen wollen, ist Kleinwelka als zentraler Knotenpunkt im internationalen Missionsnetzwerk der Brüdergemeinde. Sie sehen hier an der Folie verschiedene Missionsinstitutionen in der Lausitz der Brüdergemeinde und in dieser geballten Zusammenstellung merkt man, die Lausitz muss einfach total international gewesen sein, nur weiß es heute keiner und man würde es auch nicht mehr vermuten. Ganz klar, in Bertelsdorf, später in Herrnhut, saß die Missionsdirektion und ganz wichtig, und ohne dem würde es auch gar nicht gehen, der Missionshandel oder einfach das große Handelshaus Dürninger, das die Mission auch finanziell absicherte oder sagen wir mal immer zusammen mit den Missionaren oder den Missionaren folgte. Und das unterstützte. Dann gab es in Kleinwelka die Missionsschulanstalten, zu denen ich was sagen werde. In Nieski, ganz wichtig, wurde 1869 eine Missionsschule gegründet.
Die brüderischen Missionare im Unterschied zu anderen Missionaren waren ja Handwerker oder nicht studierte Menschen. Die Hallenser oder auch die großen Orden, die Jesuiten, haben studierte Theologen ins Missionsfeld geschickt. Die Herrnhuter haben einfache Leute geschickt. Man hat dann aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts gemerkt, dass das mit der zunehmenden Konkurrenz durch die Missionsgesellschaften wie die Leipziger Mission, sah man sich da auch genötigt, da mehr in die Bildung der Missionare zu investieren und hat in Niesky eine Missionsschule errichtet. Dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts einfach Kleinwelka immer mehr zum Missionszentrum geworden. Das Missionswitwenhaus wurde errichtet, dann gab es auch so ein kleines Missionsanstaltskrankenhaus und in Kleinwelka, in Herrnhut, ganz wichtig, das Völkerkundemuseum, das als Missionsmuseum gegründet worden war, und dann ein Missionsverlag, der diese ganze, auf der, heute würde man sagen, vielleicht auch Propagandaseite unterstützte, diese Missionsbewegung. 1722 ist Herrnhut gegründet worden und schon 1732, also 10 Jahre nach Gründung, hat man sich in Herrnhut gedacht, wir sind so stark, wir senden die ersten Missionare aus in die Karibik. Das ging nicht immer alles gut, aber man hat einfach nicht nachgelassen und hat innerhalb weniger Jahre ein sehr großes Missionsnetzwerk aufgebaut. Karibik, dann Grönland, Labrador, gab es unterschiedliche. Man hat mal in Australien was versucht, Suriname war ganz groß. Ein weltweit umspannendes Netzwerk. Diese Missionare, aber auch Handelskaufmänner, die von Herrnhut aus in die weite Welt geschickt wurden, gingen immer mit Familie. Auch ein Unterschied zu anderen Missionswerken. Aber was macht man dann mit den Kindern? Gerade so in bürgerlichen Kreisen war es doch so dieser Drang, die richtige Bildung gibt es nur in Deutschland. Also gerade in Südafrika gibt es auch Alternativen, andere Schulen, aber es musste Deutschland sein. Und im 19. Jahrhundert hat sich eben Kleinwelka zum Missionsschulstandort entwickelt, wo die Söhne und Töchter der internationalen Mitarbeitenden der Brüdergemeinde untergebracht wurden. Mädchen- und Knabenschule in Kleinwelka sind schon älter. Sie gehen eigentlich auf die Gründung zurück, denn der Brüdergemeinde war Bildung, ist einfach in die DNA eingeschrieben. Das gehört zu einem Standort dazu, dass man Schulbildung anbietet, Geschlechter getrennt. 1790 kam dann das erste Kind aus der Mission hinzu. Bis 1942 gingen rund 2000 Kinder aus der ganzen Welt in Kleinwelka zur Schule. Mit Erstaunen stellte man schon 1842 fest, wer sollte denken, dass sich mitten in Deutschland ein stilles Örtchen findet, von dessen Einwohnern beinahe der dritte Teil über das weite Weltmeer gekommen ist. Man muss sich einen sehr ländlich geprägten Ort mitten in Deutschland vorstellen, dem ein Drittel der Bewohner aus Suriname, aus Grönland, aus Labrador kommt, aus Südafrika. Und das prallt in diesem ländlich sorbisch geprägten Ort aufeinander. Wir können uns die Dynamik auch nochmal anschauen anhand der Knabenschule. Die Knabenschule sah original, war es ein schlichtes, einstöckiges Gebäude, das dann auch schon im Dach ausgebaut wurde, war dann aber bald zu klein und ist zweistöckig erweitert worden. Auch das war zu klein und dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts dieses große herrschaftliche Schulgebäude errichtet, das eigentlich von der Anlage gar nicht nach Kleinwelka passt. Aber es zeigt einfach, welche Bedeutung Schule, Bildung und diese Missionsschulanstalten für Kleinwelka hatten. Die Schulzeit in diesen Anstalten schwankte wohl zwischen Trauma und glücklicher Internatskindheit. Das war sicherlich nicht sehr einfach für die Kinder, aber auch nicht für die Eltern, die Kinder abgaben, denn sie mussten damit rechnen, wenn sie ihr Kind mit 6, 7 Jahren irgendwo ins Schiff setzten,
dass sie es nie wieder sahen. Die Schiffsreise war gefährlich, Schulleben noch gefährlicher. Es reichte in einer Zeit, heute schon fast politisch, ohne Impfung, reichten Masern oder Scharlach, Kinderlähmung, und dann war das sehr schwer an den Schulanstalten. Das Spezifische an diesen Schulanstalten ist ja, dass da im 19. Jahrhundert dann plötzlich ganz viele Kulturen aufeinanderprallen. Man hatte ein eigenes volkskundliches Museum dort, wo die Kinder die Dinge, die sie von der Heimat mitbrachten, einfach auch abgaben oder die Eltern was mitschickten. So gerade so ein Grönlandkind, der Hans Windekill, der Janasch, hat das sehr schön beschrieben, wie er noch in seiner Grönlandkleidung ins Schiff gesetzt wurde. Es war ja kalt. Dann kam er nach Kleinwelka, braucht er die Seehundschuhe und das Fell nicht mehr. Und ja, sowas kommt dann ins Museum, das sammelt sich dann an. Irgendwelche Pfeifen und Gerätschaften. Man hat die Kinder dann teilweise auch in eigenen Ländergruppen zusammengefasst. Da gibt es so schöne Bilder von den Surinamern und den Grönländern und den Südafrikanern und dann auch manchmal so ein bisschen ausstaffiert, völkerkundlich, was da passiert ist an globaler Bildung oder an kultureller Aushandlung auch. Gab ein Kind auf der Krankenstation, das war immer krank, das hatte immer Bauchschmerzen und man wusste nicht warum, bis dann ein anderes Kind beobachtet hat, dass das Kind alle Fliegen aß, die ihm begegneten, weil es das in Afrika so gelernt hatte. Und also, was da in Kleinwelka einfach in diesen Anstalten passierte, soll sehr spannend sein, dass es aber immer noch nicht oder ja, hart auch noch der Erforschung, dass dieses ganze internationale Schulwesen in Richtung Reformpädagogik zu untersuchen mit Schulgarten, sehr zeitigen Sportunterricht, überhaupt Sportanlagen, das ist noch ein großes Feld. Das ist ja genauso unerforscht wie eigentlich die Rückbindung dieses Missionsstandorts in die Region. Was macht das mit einer Region, mit den Dörfern ringsum oder ein bisschen weiter entfernt, mit Bautzen, wenn man so einen internationalen Ort vor der Tür hat? Das sind so praktische Dinge. Kleinwelka hatte schon ganz zeitig eine Post und dann auch einen Fernsprecher, was sonst ein Dorf dieser Größe eben nicht hätte. Aber im größeren Kontext, was bedeutet das? So eine Richtung ist diese Missionsbegeisterung, die es im 19. Jahrhundert eigentlich in ganz Deutschland gab, die aber in der sorbischen Bevölkerung sehr stark auch vorhanden war. So waren die ersten sorbischen Vereine eben Missionsvereine. Und eine der ersten sorbischen Zeitschriften ist eine Missionszeitschrift. Die sorbischen Missionsfeste, genau hier in Burg Spreewald, das waren so erste, muss man sagen, überregionale Sorbentreffen, wo man sich traf und zusammenkam. Was man hier auch sieht, ist eine Frauenbewegung in großen Teilen, die Missionsbewegung. Dann natürlich die sorbischen Missionare, die zum Teil eben aus den Orten vor Kleinwelka kamen, aus den Nachbarorten, oder eben ihren Ruhestand in Kleinwelka verbrachten und dann wieder Kontakte auch in ihre Familien oder Heimatdörfer hielten. Der Jan August Nürtschink, den ich erst zeigte, noch seine Tochter, die eigentlich gar nicht mehr sorbisch konnte, hat immer die Heimatfamilie in Gröditz besucht und auch ihre Kinder noch. Also die Kontakte, die waren das Weltwissen, das sich dann in so einem Dorf wie Gröditz auch irgendwo ansammelte, wenn man Verwandtschaft plötzlich in Grönland hat. Ein weiterer, wenig untersuchter Aspekt dieser internationalen Wirkungsgeschichte Kleinwelkas in der Oberlausitz ist die Druckgeschichte. In der Oberlausitz, vor allen Dingen in Bautzen, sind relativ viele fremdsprachige Drucke für die Mission der Brüdergemeinde entstanden. Wir sehen hier für Surinam das New Testament und das Singi-Book und einen afrikanischen Druck, aber es gab dann auch noch für Grönland Wörterbücher, Grammatiken, was in der Lausitz gedruckt wurde. Die Oberlausitz als Druckort für die Missionsstandorte war
so meine ersten Vermutungen deshalb geeignet, weil man eben mit Kleinwelka ja den Hauptsitz der Missionare im Ruhestand hatte, die dann Zeit und Lust und Muße hatten, sich weiter mit ihren Einsatzorten zu beschäftigen und da zu wirken. Und man hatte andererseits auch die Erfahrung mit fremdsprachigen Drucken, weil Druckereien in der Lausitz schon zuvor für das Sorbische einfach Umgang hatten, Texte zu setzen, die sie aber gar nicht verstanden, ne? Und dann auch diese Infrastruktur der Korrekturlesen. Also das konnte dieses mehrsprachige Umfeld der Lausitz bieten. Die Verflechtung zwischen Kleinwelka, der internationalen Missionsbewegung und der sorbischen Lausitz ist sehr häufig in Lebenswegen einzelner Personen greifbar. Und da möchte ich kurz August Hermann Franke vorstellen. Das ist ein Missionar der Brüdergemeinde. Der kommt aus einer schlesischen Brüdergemeinde, hat mit den Sorben nichts am Hut eigentlich. Niesky war auf der Missionsschule, kam dann, das war so eine Vorstation, als Lehrer nach Kleinwelka und hat da angefangen, Sorbisch zu lernen. Der Koch konnte Sorbisch in der Knabenanstalt und irgendwelche Bediensteten und der Friseur. Und dann fing er an, hat dann in Bautzen Anschluss gefunden an die sorbischen nationalen Kreise, ist in die sorbische, ja, nationalwissenschaftliche Organisation eingetreten, die Matschica Srpska, und war lebenslang ihr Mitglied und hat dann, als er in Tibet Missionar war und nach Kleinwelka zurückkam, zahlreiche Drucke und auch Artefakte dem Sorbischen Museum gespendet. Klingt erstmal nicht spektakulär, aber das war Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade als man auch das Völkerkundemuseum in Herrnhut errichtet hat und eigentlich ganz scharf war auf alles. Und er hat es eben nicht nach Herrnhut gegeben, respektive das, was er nach Herrnhut gegeben hat, musste man ihm abkaufen. Aber den Sorben hat er es geschenkt, einfach um die Sorben zu unterstützen und das zu fördern. Die Sorben hatten sich ein nationales Haus errichtet, dort war das nationale Museum drin. Und da hat er dann seine tibetischen Artefakte eben den Sorben geschenkt, um diesen sorbische Nationalbewegung zu fördern. Prestige, dann gab es Artikel und Aufmerksamkeit, mediale. Den Sorben hat es nicht viel genutzt. Also man sieht hier ganz oben, ist ein bisschen dünn im PowerPoint, noch der Druck, der Stempel der Matschica Srpska. Die Dokumente sind heute nicht mehr in Bautzen. Die hat man schon vor dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin abgegeben. Also sogar in so einer kleinen Geschichte wie diesem August Hermann Franke merkt man, dass das Globale und das Lokale ganz eng aufeinander bezogen sind. Die Missionsbewegung, Brüdergemeinde und das Sorbische. Kleinwelka war einfach ein wichtiger Knoten, auch Transferpunkt innerhalb dieses brüderischen Missionsnetzwerks. Kleinwelka wirkte in die Brüdergemeinde hinein. Durch die Drucke zum Beispiel als Schulstandort für Missionarskinder oder Ruhestandsort für Missionare. Und nach außen, also in die Region hinein, einfach dieser Vermittlung des Missionsgedankens in Adel, Bürgertum, bäuerliche Bewegung. Und die Spuren der Missionsbegeisterung in der sorbischen Kulturgeschichte, das wäre dann schon wieder ein anderes Thema für sich, was das an Mobilisierung mitgebracht hat. Damit würde ich diesen Komplex abschließen wollen. Kleinwelka als internationaler Missionsstandort der Brüdergemeinde und noch zu den Schwesternhäusern kommen. Die Schwesternhäuser als Ort des, ja, weiblichen kommunitären Lebens. Betrachtet man die Schwesternhäuser, dann sind zunächst zwei Besonderheiten der Brüdergemeinde zu klären. Erstens die relative Gleichberechtigung der Frau und zweitens eben das Chorsystem. Das Chorsystem ist Zinzendorfs Erfindung. Es war ihm ganz wichtig,
die Gläubigen in kleine, überschaubare Seelsorgegruppen einzuteilen. Und das hat er immer nach Geschlecht, Stand und Alter getrennt. Also die kleinen Mädchen, die größeren Mädchen, die Jungfrauen, die verheirateten Frauen, die Witwen und so weiter, um jeweils ein, heute würde man sagen, gruppenspezifisches Angebot zu machen, was die Leute da abholt, wo sie gerade stehen. Ne? Und dieses ganze Gläubige oder das religiöse Leben spielte sich meistens in dem jeweiligen Chor ab und gar nicht so sehr in der Familie. Die Brüdergemeinde hat immer so diesen Hang, auch familiäre Strukturen aufzubrechen. Wenn man jetzt, das ist das eine, dieses Chorsystem, und das andere ist, dass Zinzendorf davon überzeugt war, dass Frauen in religiösen Belangen den Männern gleichberechtigt sind, eine eigene Frömmigkeit pflegen, und deshalb sollte auch die Seelsorge innerhalb der Frauen selbst geregelt werden. Da sollen sich die Männer gar nicht so reinhängen. Bis ungefähr 1760 wurden deshalb Frauen in der Brüdergemeinde auch ins Amt der Diakonisse und der Presbyterin ordiniert. Vermutlich fungierte Anna Nitschmann auch als Bischöfin, also ist zur Bischöfin ordiniert worden. Man hat wirklich auch die Frauen geweiht und in diese Ämter eingeführt. Die waren anerkannt, auch auf den Synoden vertreten. Etwas, was wir uns sonst im 18. Jahrhundert nicht vorstellen können, und etwas, wofür die Brüdergemeinde natürlich auch sehr viel Gegenwind erfahren hat. Frauen predigten also, Frauen spendeten den Segen, Frauen hielten so kurze Ansprachen, sie nahmen neue Schwestern in die Gemeinschaft auf oder den Sterbesegen im Chor oder so. Das muss man sich ganz praktisch vorstellen. Das war einfach alles von Frauen getragen. Das größte Chor oder in allen brüderischen Siedlungen war das Chor der unverheirateten Frauen. In Herrnhut waren das bis zu 400 Frauen, die zusammen lebten, arbeiteten und beteten. Kleinwelka ist an sich kleiner, auch das Schwesternhaus ist kleiner, etwa 80 bis 120 Frauen, die gemeinsam lebten. In Kleinwelka ist das erste Schwesternhaus 1770 errichtet worden. Das war ein Kampf, ein bisschen das zu erbauen, und man hat auch ganz schnell gemerkt, dass es viel zu klein ist, weil einfach so viele Frauen unbedingt ins Schwesternhaus wollen, weil das für viele Frauen unheimlich attraktiv war. Schon 9 Jahre nach diesem ersten Bau, den wir hier sehen, gab es dann Erweiterungsbau 1779. Dann kam hier das große Schwesternhaus dazu. 1787 folgten dann Gartenhaus, Remise, also die ganzen Wirtschaftsgebäude. Und bis 1896 dann die Villa Anna hier am Ende des Straßenzuges errichtet wurde. Also die ganze Straßenzug Schwesternhaus, der heute noch eben von dem gemeinsamen Leben der Schwestern zeugt. Schwesternhäuser sind immer ein geistlicher Ort, ein Lernort und ein Wirtschaftsort. Sie wurden geleitet von der Chorvorsteherin, die war für die finanzielle wirtschaftliche Organisation zuständig, und von der Chorältesten oder Chorhelferin, die für die Seelsorge und das geistliche Leben zuständig war. Also monatliche Beichtgespräche führte, auch das ganze religiöse Leben im Haus organisierte. Die Chorvorsteherin, die für die wirtschaftlich-finanzielle Belange zuständig war, das war gerade in Herrnhut, waren das dann auch häufig adlige Fräuleins, die da besonders prädestiniert waren, Bildung mitbrachten, aber auch den Habitus und dieses ganze wirtschaftliche Denken. Das waren große Betriebe und Gemeinschaften, die man verantwortungsvoll führen musste. Für viele Frauen war das Leben in den Schwesternhäusern sehr attraktiv. Sie konnten im Rahmen der Schwesternhäuser ein relativ eigenständiges Leben jenseits familiärer Strukturen führen, waren aber relativ sozial abgesichert.
Also im Krankheitsfall gab es die Krankenstube oder man sorgte füreinander, auch die Verpflegung oder die Versorgung am Lebensende war abgesichert. Das hätte man sonst nur in der Familie, aber schon dieses Leben als lebenslange Magd, sich immer wieder irgendwo neu zu verdingen oder dann Ende des 18. Jahrhunderts in so vorindustriellen Strukturen zu arbeiten, war bei Weitem nicht so attraktiv wie im Schwesternhaus, wo man eine Gemeinschaft hatte, die einen trug, auch einen Rhythmus, eine Aufgabe und ein strukturiertes Leben jenseits von eben Familie führen konnte, relativ eigenständig. Denn zusammen mit dieser Aufnahme ins Schwesternhaus ging immer auch eine Bildung. Im Schwesternhaus musste man sich selber versorgen und das ging natürlich nur, wenn man einen Beruf ausübte. Das wurde damals nicht so genannt, aber heute würde man sagen, das sind Eigenversorger, die mussten ja etwas machen. Man hat sich hauptsächlich von der Landwirtschaft ernährt, Küche, Wäscherei, auch für die Schulanstalten hat man die Wäsche übernommen, Nähen, Spinnen, dann auch so feinere Näharbeiten, Weißnäherei oder alles, wo ein bisschen mehr Geschick dazu nötig war. Genauso auch in der Bäckerei, die war eben auf ein bisschen höheres Gebäck, Zuckerbäckerei spezialisiert. Also nicht so die Dorfbäckerei, die ein Mischbrot im Angebot hatte, sondern was Feines herstellen konnte, die Kleinwelker Brötchen. Das gemeinsame Leben muss man sich klösterlich, kommunitär vorstellen. Es gab kein offizielles Gelübde, mit dem man eintrat, aber die Regeln war schon klar und war auch allen bewusst. Man lebte in relativer Abgeschiedenheit. Zum Beispiel spazieren gehen war jetzt nicht spontan möglich. Da gab es vorgeschriebene Zeiten zu denen und vorgeschriebene Wege, zu denen die Schwestern spazieren, ledigen Brüdern begegnen. Es gab auch eine Einkaufsschwester, die die Einkäufe erledigte, damit man sich im Laden auch nicht begegnet. Also die Sprechzeiten auch mit der Familie, Briefe schreiben, das war alles geregelt und sehr streng für unsere Verhältnisse heute gehandhabt. Es gab also kaum Kontakt oder nur wenig Kontakt in die Außenwelt. Der Gemeinschaftsgedanke stand ganz im Vordergrund. Das können wir uns auch noch mal architektonisch anschauen. Das ist der Betsaal der Schwestern im großen Schwesternhaus. Man versammelte sich im zentralen Kirchsaal zu den gemeinsamen Gottesdiensten oder Singstunden. Aber Schwestern und auch Brüderhaus hatten je ihre eigenen Betsäle, wo eben die Tagesgebete oder Singstunden oder auch Liebesmahl, was dann schon so Richtung geselliges Beisammensein geht, gefeiert wurde. Jetzt sehen wir noch ein Bild einer, wie man sich so eine Inneneinrichtung der Chorvorsteherin im Herrnhuter Barock vorzustellen hat. Alles wohl an seinem Platze, nichts zu viel. Ja, ich lasse es noch stehen für den Herrnhuter Schrank. Und jetzt können wir noch einen Blick in den Schlafsaal werfen. Auch etwas, was wir heute uns nicht mehr vorstellen können, das gemeinsame Schlafen. Man hat den Tag in Stuben zusammen verbracht, wo eben gesponnen wurde oder genäht wurde oder unterrichtet wurde. Und die Nacht gemeinsam im Schlafsaal unter Aufsicht. Auch die Schwesternhäuser waren natürlich kein UFO an sich, sondern strahlten wiederum in die Region aus. Es gab Besuchsschwestern, die waren für einzelne Dörfer zuständig, wo sie dann die Frauen und Mädchen besuchten, Gruppen oder Gebetsstunden hielten, seelsorgerlich betreuten. Das waren nicht nur für Frauen ausgerichtet, sondern auch gab auch Kinder und Mädchenseelsorge, wo man wirklich alles, was wir heute auch unter Sozialarbeit verbuchen würden, anbot. Da wurden geistige, aber auch
Fragen besprochen, aber auch praktisches, Umgang mit Krankheiten oder auch Umgang in der Ehe, Pubertät. Also das Themenspektrum war sehr breit. Im 19. Jahrhundert hat sich das dann in den Schwesternhäusern langsam Richtung Bildungs- und Ausbildungsort entwickelt. Dieses gemeinsame kommunitäre Leben, das trat in den Hintergrund. Man wurde immer mehr so zur Pensions- oder auch Ausbildungsanstalt. Es war sehr attraktiv für ja, bürgerliche oder auch ja, gehobenere, dörflichere Schichten oder Pfarrfamilien, ihre Töchter in Kleinwelka ausbilden zu lassen, Haushaltsführung lernen zu lassen, gehobene Näherei, musikalische Ausbildung. Das wurde immer mehr zu einer Bildungseinrichtung für junge, unverheiratete Mädchen. Mit diesem Ausblick in die Schwesternhäuser würde ich langsam meinen Rundgang durch Kleinwelka beenden. Halten wir fest, die Herrnhuter Brüdergemeinde hinterließ nicht nur weltweit Spuren, sondern auch ganz konkret in der Lausitz. Viele Sorben pilgerten nach Herrnhut und gründeten dann in ihren Dörfern kleine herrnhutische Zirkel. Zentrum dieser Bewegung wurde ab 1751 Kleinwelka. Zu Beginn hatte Kleinwelka ein zutiefst sorbisches Gepräge. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde es dann zunehmend deutsch. Dennoch hat Kleinwelka oder überhaupt die ganze Herrnhuter Bewegung einen sehr großen Einfluss auf die sorbische Kulturgeschichte. Die Brüdergemeinde trug wesentlich zur Mobilisierung und Literarisierung der Sorben bei und somit auch zur Modernisierung der ganzen sorbischen Gesellschaft. Rund 150 Jahre lang war Kleinwelka zudem ein zentraler Knotenpunkt im regen internationalen Netzwerk der Brüdergemeinde. Hier gingen Generationen von Missionarskindern zur Schule, verbrachten Missionare ihren Urlaub und ihren Ruhestand. Auch das strahlte wiederum in die Region aus. Der Missionsgedanke belebte das Lausitzer Kirchenleben nachhaltig und hat ja auch wiederum die sorbische Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert belebt. Nicht zuletzt begaben sich sehr viele Lausitzer selbst in den Dienst der Mission und wirkten dann in Surinam, Grönland, Labrador, Südafrika und so weiter. Und einen dritten Punkt habe ich heute angesprochen, die Schwesternhäuser in Kleinwelka als Ort weiblichen kommunitären Lebens. Hier wurde rund 150 Jahre lang gemeinsam gelebt, gebetet, gelernt und gearbeitet. Für viele Lausitzer Mädchen und Frauen erfüllte sich ein Traum mit der Aufnahme in die Schwesternhäuser. Und wenn die Schwesternhäuser bald als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft werden, freut mich das ganz besonders, denn das kommt dieser Bedeutung des ganzen Komplexes sehr nahe und ist irgendwo auch eine verdiente Anerkennung dieser Lebensleistung von sehr vielen, auch sorbischen Frauen und Mädchen, die dort ihren eigenen ja, geistlichen Bildungs- und Wirtschaftsort leiteten und errichteten. Lokal verwurzelt, global vernetzt. Das trifft garantiert auf jede Herrnhuter Siedlung zu. Aber ich glaube für Kleinwelka in besonderem Maße, weil man durch das Sorbische besonders an die Region gebunden war. Herrnhut war von Beginn an sehr, muss man schon sagen, international. Also die Gläubigen kamen aus ganz Deutschland dahin. Nisky war ja für die tschechischen Mitglieder der Brüdergemeinde und auch diese adligen Orte, dann Ebersdorf oder so, waren vernetzter aufgestellt als dieses ländlich geprägte Kleinwelka, das eben durch die sorbische Sprache, aber auch durch diese ganze ländlich-landwirtschaftliche Anlage ganz mit der Region verbunden war. Und dann aber vor allen Dingen durch die Missionsschulanstalten auch eine ganz weite globale Vernetzung brachte.
wenn man nochmal die Brüdergemeinstandorte ein bisschen vergleicht, fällt auch auf, dass Kleinwelka eben ländlicher war, ein bisschen zurückhaltender. In Schlesien spielte die Industrie eine viel größere Rolle. Neuwied ist vom Adel geprägt, Ebersdorf auch. Königsfeld ist so ein bisschen dann schon Richtung geistlicher Kurort für reiche Schweizer oder Schwaben, wie auch immer. Kleinwelka hat sich so dieses Ländliche bewahrt. Dieses Kleinwelka als sorbisches Herrnhut, Kleinwelka Knotenpunkt im internationalen Missionsnetzwerk und Kleinwelka als Ort des weiblichen kommunitären Lebens, das sind so diese drei Zugänge, habe ich Ihnen heute vorgestellt zu Kleinwelka. Ich bin ganz gespannt, was Sie aus gartenhistorischer Perspektive neu entdecken, welche Zugänge Sie da finden zu Kleinwelka und wie viel wir noch gemeinsam entdecken an diesem ungehobenen Schatz Kleinwelka. Danke. Wir haben Ihnen zu danken, Frau Malik. Das war jetzt ein wirklicher Kosmos im Kosmos, denn das war auch sehr spannend, was wir dort an einer Welt gerade kennengelernt haben. Und es ist auch eben spannend für uns, weil wir mit Kleinwelka uns in diesem Semester beschäftigen, auch mit den Studierenden, dass wir merken, wenn wir jetzt also einfach nur ein Haus sind, wenn wir eine Gartenanlage, wenn wir nur einen Platz, nur ein Beetsaal sehen, dass das eben nicht nur ein Objekt ist, sondern dass dahinter eine durchgehende Geschichte stattfindet, die in ganz, ganz tiefer Weise eben in diese Welt uns eintreten lässt, die Sie uns gerade jetzt anhand von Kleinwelka und den Sorben geschildert haben. Aber wir haben vielleicht noch ein paar Fragen, beziehungsweise ich wollte noch mal ganz gerne wissen, Sie sprechen ja über Mission. Und Mission ist ja, ich sage mal, in der Regel so bei uns konnotiert, also negativ konnotiert, vor allen Dingen heutzutage, weil das heißt ja immer dann sozusagen mit Bibel und Schwert voranschreiten oder so. Ist das denn auch so bei den Brüdern gemein gewesen oder muss man sich das anders vorstellen? Das Missionskonzept der Herrnhuter Brüdergemeinde ist differiert ein bisschen. Das hängt schon eben damit zusammen, wen man aussandte, eben Handwerker oder einfach Bauern. Die sollten erstmal vor Ort selbst klarkommen und dann eben durch ihr vorbildliches Leben wirken. Und dadurch, dass sie eben anders als die Jesuiten oder auch dann große Missionsgesellschaften auch kein großes Hinterland, auch nicht politisches Hinterland hatten, war das anders strukturiert und lief dezenter ab. Das ist natürlich, haben wir heute einen ganz anderen Blick und einen anderen Zugang zur Mission, weil man würde die Herrnhuter Missionare in ihrem ganzen Zugang immer als sehr oder taktvoller und zurückhaltender beschreiben als andere Missionsgesellschaften. Es war auch nie Zinzendorfs Ansinnen, dahin zu kommen, alle zu taufen und zu schreien, das sind jetzt alle Christen. Ihm ging es darum, Einzelne zu bekehren, die dann das Evangelium weitertragen. Es ist eben, man muss das auch ein wenig wissen, dass man eben doch Unterschiede feststellen kann. Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, dass diese Gleichstellung von Mann und Frau weitaus fortgeschrittener war, als es damals in der Gesellschaft üblich war. Das sind Sachen natürlich auch, die mit der Mission wiederum gespiegelt werden. Auch dort ist es nicht üblich, weil die Gesellschaft der damaligen Zeit ja ganz anders missioniert hat. Das macht sie auch nochmal, hebt sie ja nochmal raus aus diesen ganzen anderen, vielleicht doch breit aufgestellten Bewegungen, die es dann im 18. Jahrhundert gab. Aber wir haben ja heute Gott sei Dank auch einen Gast aus Neuwied dabei, nämlich die Melanie Doderer-Winkler. Und die würde ich jetzt ganz gerne auch mal fragen, denn wir haben jetzt über Mission, wir haben jetzt über dieses Verschicken in die Welt gesprochen auch. Und Melanie Doderer-Winkler arbeitet ja über Röntgen. Und Röntgen, hat er denn auch so einen Missionsgeist gehabt? Dann eben auch wäre meine Frage, wenn sie mir zuhört, sozusagen, kann man das verbinden mit dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben? Sozusagen, also läuft das auch in Ihrer Forschung so ab? Kann man mich hören? Hört man mich? Ja, wunderbar. Einen schönen guten Abend allerseits aus Neuwied. Der David Röntgen, der ist ja unangenehm aufgefallen bei seiner Hauptkundin, der Katharina der Großen von Russland, weil sie seine Waren sehr geschätzt hat. Aber das Missionieren, das Herrhutisieren, das hat sie überhaupt nicht gut gefunden. Das ging ihr ziemlich gegen den Strich und sie fand ihn also
sehr langweilig in der Hinsicht, dass er eben da ständig offensichtlich am Hof von Petersburg probiert hat, die Leute von ihrem liederlichen, weltlichen Leben abzukehren und den Herrenhutter-Sinnen nachzuleben. Also er hatte offensichtlich einen Missionsgedanken, aber ansonsten jetzt die ganzen Nachfolger, also all die Söhne und die weitere Verwandte, sind alle in die Mission gegangen. Also das auch die Brüder sind teilweise missionarisch ein bisschen mehr tätig gewesen, aber seine Söhne sind alle, soweit ich weiß, in die Mission gegangen. Also er wollte nicht, dass seine Kinder jetzt unbedingt den Betrieb übernehmen. Im Gegenteil, er hat seinen Betrieb in den 1790ern aufgegeben, um wieder voll in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Natürlich haben auch wirtschaftliche Gesichtspunkte in der Zeit bestimmt eine Rolle gespielt, aber es war ihm schon enorm wichtig, ein Mitglied und ein aktives Mitglied der Gemeinde zu sein. Das klingt eben ganz interessant, weil Sie haben ja auch vorhin gesagt, Frau Marling, Forschungsbedarf. Und wir versuchen ja in irgendeiner Form auch Alexander Lasch vor allen Dingen auch da mitzuwirken, denn auch. Wenn Sie jetzt so sagen würden, stehen wir am Anfang der Forschungen oder sind wir mittendrin? Wo befinden wir uns denn jetzt? Am Anfang. Das wäre sehr schön zu sagen, mittendrin. Aber momentan ist es so, man fängt ein bisschen an, das Laub beiseite zu kehren und sieht einen Funkelstein nach dem anderen und denkt sich, da müsste man jetzt mal ran oder hier und da. Wäre ganz toll, wenn sich viele dafür begeistern könnten und jeder von seinem auch Fachrichtung mit seiner Expertise was einbringt in Kleinwelka oder in die Herrnhuter Forschung. Deswegen frage ich gleich mal den Alexander Lasch, wo müssen wir jetzt anfangen? Welche Themen sind denn ganz besonders heiß? Das sind alle heiß, aber welche sind diejenigen, wo er wirklich sein Mensch, also das ist wirklich nicht mal Zeit. Also vielleicht ganz kurz, das dürfte jetzt ein bisschen halt drauf sein, weil das Mikrofon ein bisschen weiter weg ist. Was wir, glaube ich, uns klar machen müssen, dass wir jetzt in der Zeit loslaufen in dem Startpunkt, der für Herrnhut extrem wichtig ist. Also das heißt, wir haben 22, 300 Jahre Herrnhut, das ist nächstes Jahr. Gleichzeitig beginnt jetzt eine sehr radikale Frage nach Provenienz und Kolonialismus. Das muss man sich auch klar machen. Und wir fangen jetzt an, in einem sehr sensiblen Umfeld da aktiv zu werden. Und ich glaube, dass die Verantwortung dafür, dass man das so bewusst und vorsichtig und behutsam angeht, wie wir es alle nur versuchen können, glaube ich, die große Besonderheit bei dem Ganzen ist. Und wir haben sehr großes Glück, dass wir am Anfang stehen. Also denn jetzt, im Moment, können wir noch gestalterisch auf diesen Prozess so einwirken, dass man eben bestimmte Schätze dann hebt, wenn dafür eine gute Zeit ist. Und ich glaube, es gibt Schätze, die man lieber erst später hebt und es gibt Schätze, die man möglicherweise jetzt schon anfassen kann. Und ich denke, dass Kleinwelka aus den Gründen, die Lina genannt hat, prädestiniert dafür ist, mit einzelnen Tiefenbohrungen zu beginnen, nämlich sich zu fragen, wer ist alles durch Kleinwelka durchgegangen? Welche Pflanzen wurden mitgebracht? Wie sieht die Bestimmung aus mit die Ortsstruktur als zunächst sorbische Gemeinschaft, die dann mehr oder weniger deutsch und dann international wird? Aber so, dass wir ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte haben. Wir haben einen zentralen Anker, das ist der Name. Den finden wir überall, egal welche Quellen wir uns genauer anschauen. Und so sind die Fragen gestellt, möglicherweise ein bisschen mehr und transdisziplinär, aber wir stehen am Anfang. Kleinwelka ist eigentlich, steht immer so im Schatten. Und das kommt uns jetzt zugute. Also das heißt, das ist der große Vorteil, den wir jetzt haben, wenn wir nur vorsichtig genug sind, sage ich mal. Und vorsichtig meinen alle Beteiligten, die in der Gemeinschaft leben, die heute noch so vereinsmäßig organisiert sind, mitnehmen. Denn sonst gehen Türen zu, die jetzt so gerade langsam aufgehen. Und es wäre wirklich, wirklich, wirklich bitter. Vor allem, weil wir am Stand des Dresdens sitzen, das ist direkt vor der Tür. Ja. Wenn wir uns das verbauen durch zu großen Eifer, sage ich jetzt mal. Das ist schon fast harmonisch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das heißt, dass wir vor allen Dingen an die Handschriften ran müssen. Man sieht ja, von Quellenlücken gezeigt. Hoch die Qualität dieser Handschriften ist in einer faktisch illiteraten Gesellschaft. Und
Ja, fangen wir mit Klein Welker an, würde ich sagen. Das ist ein guter Start. Das ist ein gutes Wort. Also, wir fassen zusammen, es gibt also erheblichen Forschungsbedarf, ganz, ganz viele Fragen. Und da bin ich ganz dankbar, dass die Lubina Marling uns heute dort eingeführt hat. Ich denke mir auch, dass auch die Noah Kindermann uns weiter begleiten wird mit ihrer gartenkulturellen Forschung über Herrenhut, dass wir von Melanie Doderer-Winkler auf jeden Fall viel mehr auch noch über Röntgen erfahren werden und sein Netzwerk, was uns immer wieder zurückbringt, natürlich auch in die Oberlausitz und natürlich eben Alexander Lasch, der als guter Geist dann dazwischen schwebt und dann auch diese Kommunikation alles herstellt. Wenn noch weitere Fragen sind oder so etwas eben auch, würde ich kurz bitten, dass man sich meldet. Ansonsten wird die Nora Kindermann einfach nochmal ihre E-Mail-Adresse aufschreiben, denn wenn nachher noch Rückfragen sind, wenn man also Kontakte braucht, wenn man weitere Informationen gerne haben möchte, dann bitte einfach melden, denn wir sind natürlich auch gerne bereit, unsere Ideen weiterzutragen und mit Ihnen und mit euch dann in Kontakt zu treten und dementsprechend an diesem großen Werk dann weiterzuarbeiten, nämlich die Erforschung der Herrnhuter Brüdergemeine und eben auch Klein Welker, was wir heute gehört haben. Sind denn noch weitere Fragen? Guck mal in die Runde, weil wenn nicht, würde ich einfach dann mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen auch bei Lubina Marling, dass wir uns doch das nächste Mal dann wiedersehen, dann eben auch persönlich auch, beziehungsweise auch dann irgendwann die Zeiten kommen, wo wir alle wieder im Hörsaal sind. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt auch und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und ich hoffe, allen ging es genauso wie mir und ich sage dann auf Wiedersehen und bis bald. Macht's gut.